Hallo und guten Tag. Heute vom Thema Floppy-Musik. Wie macht so ein Diskettenlaufwerk eigentlich Geräusche? Was macht darin Geräusche und wie kann man es ansteuern? In diesem Video geht es nicht darum, wie man jetzt ein Diskettenlaufwerk am Computer mit anschließt oder halt an einen Arduino, um dann Sounddateien abspielen zu können und es dann zum Musikspielen zu bringen, sondern in diesem Video zeige ich, was genau bei einem Diskettenlaufwerk die Musik macht und wie es angesteuert werden muss, damit man das Diskettenlaufwerk überhaupt ansteuern kann. Zuerst einmal zum Aufbau von so einem Diskettenlaufwerk. Ein normales Diskettenlaufwerk schaut in etwa so aus. Und wenn man dann den ersteren Teil, also den oberen Teil abnimmt, dann schaut es im Inneren so aus. Hier ist der Stromanschluss. Das sind in der Mitte ist der Ground, also Minus, und rechts und links sind jeweils auf der einen Seite 12 Volt und auf der anderen Seite 5 Volt. Aber die Diskettenlaufwerke werden meistens, weil es auch hier auf der Beschreibung steht, na, wo steht es jetzt hier genau, DC 5 Volt, ich hoffe man kann es lesen gut, die brauchen bloß 5 Volt. Sollte man auch darauf achten, dass man 5 Volt Diskettenlaufwerk hat, aber meistens sind sie normalerweise 5 Volt. Also, da ist der Stromanschluss, der Connector für die ganzen Daten und Befehle. Dann hier unten, das braune, ist die Platine. Das ist der Hauptteil, wo alles zusammengebracht ist, die ganzen Chips drauf sind und und. Das hier ist der Lesekopf. Und jetzt kommt es zum interessanten Teil, nämlich das Teil, das den Lesekopf bewegt, nämlich dieser Schrittmotor, der hier oben sitzt. Ist nämlich kein normaler Motor, wie zum Beispiel ein Ventilator, sondern es ist ein spezieller Motor mit speziellen Magneten, also die sind speziell angebracht und so weiter und so weiter. Und der bewegt sich dann immer für einen Schritt und mit Hilfe dieser Schraube bewegt sich dann der Lesekopf nach vorne oder nach hinten. Und hier sieht man sehr viele Kabel rausgehen aus dem Motor, aber die werden dann alle auf der Platine in einem Chip zusammengebracht und man muss dann nur noch die Signale, in welche Richtung er gehen soll und ob er einen Schritt machen soll, hinbringen. Was halt die Ansteuerung so eines Schrittmotors deutlich erleichtert. So ein Treiberchip ist zum Beispiel auch beim 3D-Drucker drin, sodass der Chip nur noch sagen muss, okay, ich gehe jetzt einen Schritt in diese Richtung und so weiter. So, dann wollen wir jetzt das Diskettenlaufwerk auch mal mit Strom anschließen und zum Laufen bringen, sodass wir das mal ausprobieren können mit der Ansteuerung. Dazu ist das einfachste ein normales ATX-Netzteil. Ich habe hier ein altes, ausgebautes aus meinem alten PC. Ich habe es durch ein stärkeres dann ersetzt. Und man muss dafür aber, dass es Strom gibt, weil normalerweise, wenn es halt angesteckt ist und auch eingeschaltet, dann bringt es gar nichts. Es muss erst ein Signal bekommen, dass es Strom liefern soll. Und das macht man folgendermaßen. Hier habe ich mal auf einem Zettel ausgedruckt den ATX-Stecker, also den Hauptstecker, der normalerweise auf die Platine kommt. Sind jetzt hier die ganzen Pins und was die bedeuten und wie viel Strom die liefern und so weiter. Und das Interessante ist für uns jetzt hier Pin Nummer 14, PSON, der nämlich dafür sorgt, dass das Netzteil eingeschaltet wird. Weil beim Computer, wenn er ausgeschaltet ist, dann ist dieser ist der Pin Nummer 14 unbenutzt und wenn der Computer dann eingeschaltet ist, wird dann im Computer der Pin auf Masse gezogen und sobald der auf Masse gezogen ist, wird dem Netzteil gesagt, okay Computer, ich brauche jetzt Strom und dann schaltet das Netzteil, also okay Netzteil, ich brauche jetzt Strom, dann schaltet das Netzteil den Strom ein und dann werden alle Sachen mit Strom versorgt. Weil ansonsten würden ja die ganze Zeit die ganzen Laufwerke und Festplatten und alles mögliche laufen. Gut, wie gesagt, hier das grüne Kabel habe ich hier einfach mit einem Stecker auf Masse gezogen. Und dann, wenn man das Netzteil einschaltet, sieht man schon, dass sich der Lüfter dreht. Jetzt liefert es Strom. Jetzt können wir hier auch so einen normalen Stecker nehmen und das an den Strom anschließen. So, da wir jetzt das Diskettenlaufwerk mit Strom versorgt haben, also das ist ja eigentlich ganz einfach, weil hier ist ja ist der Anschluss und man könnte auch direkt bloß 5 Volt dranhängen, weil Masse und das Rote ist 5 Volt
Das heißt, hier einfach Minus und plus 5 Volt. Und dann kann man es auch so mit Strom versorgen. Bloß ist einfach das halt ein Netzteil. So, aber jetzt können wir uns erstmal um die Ansteuerung kümmern, wie man halt dieses Diskettenlaufwerk ansteuert und wie man halt am allerwichtigsten für Floppy-Musik den Schrittmotor ansteuert. Dafür habe ich jetzt hier das Pinout von so einem Floppy-Laufwerk, also von so einem Stecker hinten. Und dazu muss ich sagen, es gibt zwei verschiedene Arten Floppy-Laufwerke, wo ich jetzt herausgefunden habe, wie ich die gemacht habe. Man sieht nämlich hier unten, die ganzen unteren Pins sind alle Masse und die oberen haben alle Funktionen. Und dieses Diskettenlaufwerk hier hat zum Beispiel unten eigentlich kaum Masse-Pins, aber dafür das andere hat hier die kompletten Reihen durch, bloß halt die paar, die weg, die halt weg sind, für, damit man den Stecker nicht falsch rum reinsteckt. Wie man ja auch hier sieht. Und um so eine Funktion zu aktivieren, muss man diese Funktion auf Masse ziehen. Bei diesen Diskettenlaufwerken, wo sozusagen hier bloß eine Masse da ist oder halt wenig, da ist es egal, auf welche Masse diese Funktion gezogen wird. Aber bei solchen, also es kann ja sein, dass es nicht ist, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es bei solchen, wo komplett die Massenpins vorhanden sind, dass die Funktion nur aktiviert wird, wenn auf die Masse darunter zusammengeschlossen wird. Das heißt, bei denen kann man auf egal welche Masse schalten und bei diesen muss man auf die Masse darunter schalten. Aber man kann ja dann auch alle Massen zusammenklemmen und dann hat sich das, und dann hat sich dieser Fall wieder. Die Pins, wo wir brauchen, ist hier Drive Select 1, Drive Select 2, Direction und Step. Ich halte es mal so besser hin. Das sind Pin 12, Pin 14, Pin 18 und Pin 20. Und da kann man ja gleich die Massen, die darunter sind, zusammenlöten. So, aber bevor ich hier sage, dass man die zusammenschließen kann, zeige ich erstmal, wie man es am besten macht. Das macht man nämlich mit so einem Flachbandkabel. Das ist einfach so ein altes Kabel, mit dem diese Diskettenlaufwerke schon von Anfang an im Computer angeschlossen sind. Das schneidet man dann einfach ab. Und dann hat man diesen Stecker. Und dieser rote, also dieses Kabel, das rot markiert ist, das ist immer Pin 1 bei so einem Flachbandkabel. Das heißt, wenn wir das jetzt ins Diskettenlaufwerk einstecken, haben wir Pin 1, Pin 2, Pin 3, Pin 4, Pin 5 und so weiter. Und da sieht man ja auch die Dinge, das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, bei jeder geraden Zahl hat man dann die Funktion und bei jeder ungeraden Zahl hat man dann die Masse. Hier ist zum Beispiel jetzt zusammengeklemmt für dieses Diskettenlaufwerk, das heißt nur eine Masse, und Drive Select 1 und 2 sind gleich auf Masse gezogen. Bei Drive Select 1 aktiviert dieses, also das aktiviert diesen Motor, der dafür zuständig ist, diese Diskette zu drehen, aber lässt ihn noch nicht drehen. Er schaltet bloß ein, dass er eingeschaltet werden kann mit dem Befehl Motor on. Hier jetzt. Das heißt, ihm wird erstmal bloß die Erlaubnis erteilt, dass er sich einschalten darf, wenn er angefordert wird, sozusagen. Und warum muss man diesen Motor, der eigentlich dann nicht verwendet wird, benutzen? Aus dem einfachen Grund, weil Drive Select 2 aktiviert dann den hier. Bloß bei manchen Diskettenlaufwerken ist es so, dass der hier nicht funktioniert, wenn der Motor keine Erlaubnis hat, sich zu drehen. Das heißt, Drive Select 1 und 2 muss aktiviert werden, also auf Masse gezogen. Das, was ich hier gleich gemacht habe, damit die Funktionen genutzt werden können. Hier habe ich zum Beispiel auch Motor On rausgeführt, aber noch isoliert gelassen, weil den brauche ich ja eigentlich nicht. Von so einem Diskettenlaufwerk schaut es dann so aus. Da habe ich dann immer die Masse, die darunter ist, noch mit zusammengeschlossen und hier auch für Direction und Step gleich die Massen zusammengeschlossen. Wie gesagt, die kann man alle zusammenschließen, da gibt es kein Problem. Also nochmal, um auf das Pinout zurückzukommen. So schaut es aus. So ist im Stecker drinnen. Und Drive Select 1 und 2 gleich auf Masse ziehen. Am besten auf die Masse darunter, dass man sie in jedes Diskettenlaufwerk reinstecken kann. Und Direction und Step einfach so offen lassen.
Gut, dann wollen wir es gleich mal ausprobieren. Lege ich mal das auf die Seite. Lege das andere auf die Seite. Und jetzt schließe ich es per Strom an. Und da sieht man jetzt gleich, normalerweise bei so einem Diskettenlaufwerk leuchtet das grüne Licht. Und wenn ich jetzt den Stecker hier reinstecke, aber das leuchtet momentan nicht, wenn ich den Stecker jetzt hier reinstecke, fängt das grüne Licht an zu leuchten. Das ist aus dem Grund, weil hier Motor 1 und Motor 2, also Drive Select 1 und Drive Select 2, gleich zusammengeschlossen sind und dann heißt es, okay, das Laufwerk ist fertig. Jetzt haben sie eigentlich ganz einfach. Das hier ist der Step-Pin, der letzte also. Und wenn wir den jetzt auf Masse ziehen, sollte sich das bewegen. Bewegt sich aber nicht, weil wenn Direction nicht auf Masse gezogen ist, bewegt sich der Lesekopf in diese Richtung. Aber beim Lesekopf ist hier und hier ein Endstopp, dass er sich nicht weiter bewegen kann als sonst. Das sind, glaube ich, 156 Schritte. Das ist dann auch in der Software berücksichtigt, die dann die Musik macht, weil der Motor, durch das, dass er sich dreht, macht er die Töne. Und jedes Mal, wenn der halt am einen Endstopp angelangt ist, geht er in die andere Richtung, weil ansonsten würde er ja nichts mehr machen, wie hier jetzt gesehen. Wie gesagt, wenn Direction nicht heruntergezogen ist auf Masse, dann geht der Kopf in diese Richtung. Aber da er schon am Endstopp ansteht, müssen wir ihn umdrehen. Das heißt, Direction hierhin und nun, jedes Mal, wenn ich berühre, fährt er ein Stück vor. Einen Schritt. Und jetzt kann ich Masse wegnehmen, Direction wegnehmen und jetzt geht er in die andere Richtung. Und er bewegt sich jetzt manchmal schneller, weil halt jedes Signal nimmt halt an. Also wenn ich bloß ganz leicht berühre, also ein bisschen zittern und so weiter, dann geht er einen Schritt. Und er geht auch bloß einen Schritt. Ja. So, jetzt ist genau. Und er geht auch bloß einen Schritt, wenn er einmal auf Masse gezogen ist. Das heißt, einmal auf Masse ziehen und wieder locker lassen. Dann macht er einen Schritt. Das heißt, wenn er die ganze Zeit aktiviert ist, macht er keinen Schritt. Also macht er halt bloß seinen einen. Und wenn er dann nicht aktiviert ist, also nicht runtergezogen, also um auf einen kleinen Teil zurückzukommen, er muss jedes Mal heruntergezogen werden und dann wieder hochkommen, um einen Schritt zu machen. Das heißt, es ist nicht so, dass man es zusammenhält und dann fährt er durch. Gut, natürlich, da das jetzt eigentlich einfach ist, da es bloß die Direction angegeben wird und Ground, kann man das auch ganz einfach in ein Testprogramm auf einen Arduino laden. Und das mache ich jetzt. So, und dann habe ich ein kleines Programm auf den Arduino geladen, auf den Arduino Uno. Ich halte gerade den Reset-Knopf, dass das Laufwerk nicht losfährt. Das GND habe ich mit dem GND von Arduino verbunden. Pin 2 mit dem Step-Pin und Pin 3 mit dem Direction-Pin. Und das Programm macht jetzt nichts anderes, als einmal den Step-Pin zu toggeln, das heißt, oder zu triggern halt. Das heißt, er schaltet den mal ein, dann schaltet es wieder aus und dann wartet es, was habe ich jetzt eingestellt? Glaube ich 4 Millisekunden. 4 Millisekunden habe ich eingestellt und dann macht das Ding den nächsten Schritt. Und nach 156 Schritten, das heißt, wenn der am maximalen Punkt angekommen ist, ändert er den Direction Pin und dann läuft es in die andere Richtung. Aber jetzt lasse ich mal den Reset-Knopf los und dann startet mal das Programm. Und man hört jetzt schon, es macht jetzt einen monotonen Ton, der immer gleich bleibt. Und wie gesagt, das ist das, was bei Floppy-Musik Floppy-Musik ausmacht. Einfach bloß, dieser Motor macht sehr oft einen Schritt und dadurch wird der Ton erzeugt in einer gewissen Tonhöhe. Also Floppy-Laufwerke können bloß dadurch, dass sie halt eine Maximalgeschwindigkeit haben und eine Minimalgeschwindigkeit, ab der es halt nur noch tut sich anhört, können sie bloß sehr dunkle Töne in einer kleinen Range halt wiedergeben. Und jetzt ändere ich mal die Wait-Zeit von Arduino von 4 auf 3. Jetzt wird das Programm hochgeladen
Und man hört schon, es ergibt jetzt einen komplett anderen Ton. Und das Programm, das halt die Musikdatei für die Floppies, sage ich jetzt mal, abändert, das sendet einfach bloß die Signale, wie schnell der sich bewegen soll, zu dem Chip hin. Und der macht dann diese ganzen Floppy-Laufwerke so. Gut, also ich hoffe, ich konnte jetzt mit diesem Tutorial, auch wenn es jetzt nicht ist, wie man das komplett aufbaut, damit man Musik spielen kann, doch zeigen, wie das eigentlich funktioniert, wie das aufgebaut ist und was da genau funktioniert. Oder was da halt gemacht wird. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte es so gut aufzeigen und ich konnte Leuten helfen. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag.